Auf Deutschland kommen schwere Zeiten zu, aber vielleicht nicht nur auf Deutschland, vielleicht auch auf die Lage in den USA. Mit der Wahl, nach der Wahl wird vielleicht die Frage gestellt, wie wollt ihr denn jetzt ein zentrales Problem angehen, nämlich die Schulden? Wie wird es weitergehen mit den Zinsen? Was wird passieren mit der Wall Street? Das sind die Dinge, die in diesem zweiten Teil des Marktflüsters hier zur Sprache kommen, sowie China, BRICS und Rohstoffe. Ich hatte es Ende des ersten Teils angekündigt und wir gehen gleich mal rein in die Wall Street durch. Nein, praktisch, meine Damen und Herren, wir sehen trotz der Monster Rally, die wir heute bei Tesla gesehen haben, naja, eher durchwachsene Märkte, leicht im Plus, der S&P, aber Nasdaq deutlich im Plus, aber Russell und Dow Jones, die sind im Minus. Und wir sehen hier natürlich doch einiges rot, aber eben eine Tesla, die heute um und bei 18% zulegt. Und das ist natürlich hoch verdient, meine Damen und Herren. Hier sehen wir mal den Quartalsumsatz. Also was erlöst diese Firma? Und hier sehen wir, wir hatten im Dezember 2022 24,3 Milliarden Umsatz. Jetzt haben wir 25,2 Milliarden. Im Grunde stagniert diese Firma, was den Umsatz betrifft. Also seit zwei Jahren ganz entspannt, aber man verspricht wieder Besserung. Elon Musk hat wieder ganz tolle Ideen, fliegende Taxis, Robotaxi, also Mars, wir holen den Mars irgendwie zu uns ran, müssen wir nicht und so weiter. Sie wissen, was ich meine. Also ich nehme an, dass hier ein Short Squeeze stattfindet von allererster Güte. Fakt ist aus meiner Sicht, dass Tesla als Autobauer Schwierigkeiten haben wird, nach wie vor große Konkurrenz haben wird. Elektromobilität wird ein Problem bleiben in Teilen der Welt, vor allem in der Eurozone, aber auch in den USA ist es ja nicht so, dass jeder Tesla fährt. Jetzt die Frage dann mit den Zinsen. Wie geht es weiter? Das ist für die Wall Street ja auch sehr, sehr bedeutsam. Heute die Cleveland Fed-Chefin Hammack hat Interessantes gesagt. Ja, wir müssen noch mehr tun, um die Inflation zu bekämpfen. We have to do more work on Inflation. Ja, sag einmal, was heißt denn das? Das heißt auch übersetzt, dass man hier zumindest seitens dieser Dame sehr skeptisch ist, die Zinsen zu senken. Also jetzt nicht mit Hurra die nächsten großen Zinsschritte nach unten macht. Genau das war ja einer der Punkte, warum die Anleiherenditen, also die Kapitalmarktzinsen, gestiegen sind, Geld also teurer wurde, weil die Märkte ihre Erwartung zurückfahren mussten, dass diese vielen Zinssenkungen kommen. Und so sehen wir, dass wir bei den Anleihenditen da wieder sind, wo wir vor 16 Monaten schon waren. Wir sehen vor allem hier unten links, wenn Sie mal gucken, den Move-Index. Das ist die Volatilität des Anleihemarktes, des amerikanischen Anleihemarktes. Und die ist scharf nach oben gegangen. Die ist so hoch wie seit über einem Jahr nicht mehr. Während der VIX, also die Vola auf die Aktienmärkte, auf den S&P 500, wenn man so will, da noch deutlich drunter steht. Und in Sachen Zinsen auch wichtig natürlich, wie kommen die Konjunktur Daten rein. Und wir haben heute Einkaufsmanager-Index gesehen aus den USA, also nicht nur aus Deutschland und Europa, sondern auch aus den USA. Und die waren okay, die waren so ein Ticken besser als erwartet, aber auch in den USA. Manufacturing 48,8, also auch schrumpfend. Dienstleistung aber bleibt sehr, sehr stark. Und interessant ist, dass entgegen bisheriger Daten, die wir bekommen haben, auch aus einzelnen Regionen und Distrikten, man hier sagt, ja, also die Dienstleistungsinflation hätte abgenommen, ist weniger stark ausgeprägt. Interessanter Ansatz. Mal sehen, ob sich das in den Daten bestätigt. Gleichwohl, die Märkte erwarten schon die Zinssenkungen, aber eben nicht so stark. Wir werden hier, so sagen die Märkte, mit 93% Wahrscheinlichkeit dann eben am 7.11. ist die nächste Fed-Sitzung, werden wir eine 0,25er-Senkung sehen. Man erwartet dann nochmal eine 0,25er-Senkung im Dezember. Also zwei sind drin, aber das könnte knapp werden mit zwei. Vielleicht ist es nur noch eine, während die EZB, wie wir gesehen haben, ja ganz schön aufs Gaspedal zu drücken scheint. Vielleicht muss die Fed das früher oder später auch, denn wir haben gesehen, zum Beispiel heute die Continuing Claims, also die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe, sind jetzt auf dem höchsten Stand seit immerhin drei Jahren. Und wir sehen auch bei solchen weichen Daten wie Jobpostings auf Indeed, also dieser Jobplattform, sehen wir jetzt so wenig Angebote wie seit langer Zeit nicht mehr, nämlich seit Januar 2021. Wir haben also offenkundig eine Abkühlung am Arbeitsmarkt. Und das ist dann wiederum auch ein Punkt natürlich für die Leute in den USA zu sagen, also ich wähle den, von dem ich glaube, dass es mir wirtschaftlich am meisten hilft. Und das ist eher Trump eben als Harris, wie ich im ersten Teil gezeigt habe. Nochmal zurück zu diesen Folgeanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Hier sagt Goldman Sachs, naja, da spielt natürlich der Boeing-Streik
eine Rolle. Die Gewerkschaften haben ja das Angebot von 35% Lohnsteigerung abgelehnt. Also dieser Streik geht weiter. Dann haben wir Auto-Layoffs, also Autofirmen entlassen. Gerade in Michigan und Ohio. Und wir haben eben diese Hurricanes, Helene und Milton oder wie Horst Gehr. Also wir sehen, dass das schon vielleicht auch Sonderfaktoren sind, aber man sieht schon, dass da der Arbeitsmarkt so oder so abkühlt. Ein bisschen abgekühlt ist auch die Stimmung der Investoren, einerseits der Privatinvestoren, schauen wir hier oben mal, nur noch 37,7% Bullen. Fast 10% weniger als in der Vorwoche. Die Bären haben ein bisschen zugelegen und NAAIM, das sind die Vermögensverwalter, die hier befragt werden, die sind jetzt nur noch zu 79% investiert. Also das ist jetzt nicht gerade unterinvestiert, aber eben auch nicht euphorisch all-in, könnte man sagen. Und wenn wir jetzt mal schweifen von den USA nach China, dann sehen wir, und zu den BRICS, dann sehen wir, dass eben diese BRICS natürlich deutlich bedeutsamer werden. Gar keine Frage, das nimmt immer weiter zu, das verschiebt sich schon ein Stück weit. Jetzt haben diese BRICS versucht, oder versuchen, eine Plattform einzurichten, die sie unabhängig gemacht vom Dollar. Allerdings gibt es da ganz, ganz große Probleme. Das wird noch Jahre dauern, wenn überhaupt, dass das funktioniert. Und das bedeutet auf der anderen Seite, dass der Dollar eben noch lange das Zahlungsmittel bleiben wird. Darüber wirklich ein hochinteressanter Artikel bei Finanzmarktwelt. Und interessant aus meiner Sicht auch, dass wir vielleicht jetzt in ein Zeitalter der Rohstoffe kommen. Wir haben hier zum Beispiel mal den Hui, also das sind Goldminen gegenüber Semiconductors, gegenüber Halbleitern. Und wir sehen, das geht ja eigentlich seit Jahren konstant nach unten. Aber da sind wir jetzt dabei, aus einem Abwärtstrend auszubrechen. Und überhaupt Commodities in Relation zum Aktienmarkt, gemessen am S&P 500, ja so günstig wie seit Jahrzehnten nicht mehr, wie seit den 70er Jahren nicht mehr. Aber heute sehen wir dann Bewegungen oder in letzter Zeit Zink. Da fürchtet man Angebotsengpässe. Wir haben Palladium gesehen, weil die USA jetzt wollen, dass man russisches Palladium sanktioniert, und Russland stellt 40% des weltweiten Palladiums her. Auch diese Charts, sowohl Palladium als auch, was Sie da unten kleiner sehen, Platin, könnten interessant sein. Die Frage ist, gelingt dieser Ausbruch, ja oder nein? Und insgesamt auch wichtig aus meiner Sicht, wir sehen, dass Öl vergleichsweise günstig ist, zum Beispiel in Relation zu Gold. Man macht sich Sorgen über Nachfrage, schon klar, aber wir haben eben diese geopolitischen Dinge, die hier eine große Rolle spielen. Etwa, was jetzt mit dem Iran-Israel-Konflikt passiert, jetzt hat ja jemand aus der Biden-Administration offenkundig die Pläne oder die Vorhaben von Israel geleakt an die Iraner, weswegen die jetzt ihre Pläne umstellen müssen. Wahrscheinlich ist deswegen dieser Gegenschlag Israels noch nicht passiert, aber wenn er passiert, könnte das nochmal Öl nach oben bringen. Mal sehen, was passiert. Ich wünsche jetzt jedenfalls einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.